Viel Spaß bei Kickoff wünscht Sporttipp, die Schweizer Sportwette. Nur ein Punkt aus 3 Spielen für den FC Lausanne-Sport. Wo liegen die Schwachstellen des Systems? Was hat dies mit Trainer Fabio Celestini zu tun? Und was müssen die Mattländer gegen Lugano besser machen? In der nächsten knappen halben Stunde wollen wir diese und weitere Fragen versuchen zu beantworten. Das ist Kickoff. Ganz herzlich willkommen. Ja, willkommen sage ich auch meinen beiden Studiogästen. Zum einen der Nazi-Legende am Georges Fregi. Und zum anderen unserem Teleclub Fußball-Experten Pascal Zuberbühler. Meine Herren, schön, seid ihr bei mir im Studio. Es steht die 4. Runde auf dem Programm der Raiffeisen Super League. Folgendermaßen wird in den kommenden 2 Tagen geshootet. Morgen Abend das Teleclub-Studio aus dem Kibundpark mit den beiden Experten Rolf Ringer und Marcel Reif mit St. Gallen gegen Luzern. Parallel dazu Lausanne gegen Lugano und das Berner Derby IB gegen Thun. Am Donnerstag das Studio aus Basel mit dem FCB gegen GC. Dazu läuft noch der FC Zürich gegen Sion. Lausanne Sport steht nach 3 Runden nur mit 1 Punkt da. Soweit ist das nicht so beunruhigend. GC und Lugano haben gleich viel, 1 Punkt. Wir wollen aber nicht über den Kontostand, sondern vielmehr über die Taktik der Westschweizer reden. Zubi, du hast gesehen und dir ist aufgefallen, dass vor allem in der Verteidigung bei den Lausanne noch nicht ganz alles comme il faut ist. Ja, das stimmt. Das stimmt noch nicht so viel zusammen. Sie kommen sehr naive Goal über, sehr einfache Goal. Und der Fabio hat da am Anfang angefangen mit der Dreierabwehr. Und ich habe da gerade ein Beispiel rausgenommen, wo man da sieht, gegen Sion. Da spielen sie die Dreierabwehr. Und in dieser Situation sieht man den Montero, der sich aus der Dreierabwehr rausziehen lässt, der eigentlich nicht dorthin gehört. Er ist eigentlich in der Dreierabwehr. Und das ist ja wichtig, dass man dort dann auch zusammen ist. Dann. Und das ist der Schneuli. Er ist am Schneuli nachgerannt, sehr wahrscheinlich, lässt sich da rausziehen. Und das war eigentlich die Situation von Makopi, wo der Schneuli übernehmen müsste. Und da stimmt die Abstimmung auch wieder nicht. Ein einfacher Pass durch das Zentrum durch und schon steht es 0-1. Und so verliert man dann die Spiele. Und das war eine ganz einfache Situation. Und ich hätte auch noch mehrere Chancen zeigen oder Goal, die es gegen St. Gallen bekommen haben. Das war ganz zu einfach von mir aus gesehen. Und das hat die Abstimmung gar nicht gestimmt. Letzte Saison, also in der Rückrunde, hat der Trainer noch in einer Vierer-Abwehr gespielt. Wieso wechselt er jetzt wieder auf die Dreierabwehr? Er hat schon mal mit einer Dreierabwehr das letzte Jahr gespielt. Hat nachher wieder umgestellt. Wahrscheinlich auch wegen der Misere, die er hatte. Hat so viel Spiel verloren. Und hat er irgendwie wieder Stabilität bringen in die Abwehr. Und ich glaube, er muss schauen, ob er jetzt wirklich mit einer Dreierabwehr spielen kann, ob er die Fähigkeiten hat. Oder nicht von diesen Spielern. Und sonst müsst ihr halt auf ein anderes System umstellen. Barcelona, die haben ja auch ihr eigenes System, wenn man dem so sagen will. Aber die haben natürlich auch Top-Spieler, die das System umsetzen können. Fehlt vielleicht eben dem Celestini die Spielintelligenz, die Spieler, die sein System auch umsetzen können? Ich meine, es ist auch die Verteidigung wieder neu gekommen. Ist der Rocha zurückgekommen? Der ist eigentlich ein klassischer Verteidiger in der Viererabwehr. Und von dem her ist natürlich ganz eine grosse Umstellung für ihn, wenn er jetzt das erste Mal da mit 3 Mann spielt. Im Prinzip ist es so, wenn er auf 2 Stürme man kann spielen, ist das nicht so schlecht. Ich kann die 2 mehr oder weniger ein bisschen in Mannendeckung nehmen. Das andere kann er ein bisschen noch räumen, der Rocha. Und dann hat er einfach den 5er an, indem das Düsselflügel oder Düsselpositionen halt mehr in der Verteidigung spielen tun als in der Offensive. Auch bei den Standards sind dir die ein oder anderen Sachen aufgefallen. Du hast dir eine Szene ausgesucht. Und zwar war das 1-0 gewesen, wo von IB dann letzten Sonntag eben einen schönen Corner. Ja, man sieht es hier in dieser Situation, da stehen 6 Lausanner plus der Goalie stehen am eigenen 16er. Und man sucht die anderen 4 Spieler. Und die sind alle in der Mittellinie. Und das ist sehr untypisch, dass man 4 Spieler an der Mittellinie vorne stehen lässt. Und IB hat die Matte gedeckt. Und jetzt sieht man hier die Situation. IB hat die Hausaufgaben gemacht. Alle ziehen gegen den 5 Meter rum. Und Bertoni setzt sich ab gegen ihn mit einem einfachen
einfachen Schupfen angeht, das da in dieser Situation. Und mir ist 1-0 hinten an. Und das finde ich einfach, es ist ein bisschen zu einfach, auch in dieser Situation. Du sagst zu einfach. Ist das vielleicht auch eine Aufgabe vom Trainer? Was hat der Trainer da vor? In dieser Situation finde ich, es ist auch ein Naivität dahinter. Er hat das auch gegen St. Gallen gemacht. Er hat gegen Sion das gemacht. Und ich glaube, vier Spieler an der Mittellinie stehen, das macht man ab und zu, um ein Spiel machen mit dem Gegner. Aber IB hat die Hausaufgaben gemacht. Die haben ganz genau gewusst, was da abgeht. Der Trainer hat auch nach dem Spiel ganz klar gesagt, er gratuliert dem Assistenztrainer, weil er die Situation ganz genau erklärt hat. Und der Fabio Celestini selber hat gesagt, dass 3-0 schlussendlich nehmen wir auf seine Kappe. Ist es naiv vom Celestini? Es ist schon naiv. Also, wenn man jetzt mit zwei Mann vorne noch spielen tut, kann es noch begreifen, dass man möglichst auf einmal zwei bis drei Verteidiger behindert behalten muss. Aber wenn man sieht, der ganze Raum, der jetzt da vorhanden ist, im 16er, ist natürlich eine schöne Einladung für eine Mannschaft, die es ein bisschen clever spielen tut. Und sie hätte als ehemaliger vom Rückraum hättest du die Wellen auch reingehauen, oder? Das ist natürlich schön, du hast ja so viel Platz. Ja. Im Prinzip ist es immer so, wenn praktisch 10 Spieler da sind im 16er, hast du keinen Raum mehr. Und so ist eigentlich alles zusammen möglich gemacht. Also ist halt ein bisschen naiv und von mir ist gesehen schon ein grosses Risiko, das man da eingeht in so einer A, wenn man einen Eckball nur mit 5-mal verteidigt. Ja. Was man aber Lausanne nicht vorwerfen kann, auch den Spielern nicht, das ist der Einsatz. Also sie zeigen wirklich grossen Einsatz. Da hast du dir noch eine Szene rausgesucht, eben gegen Ibe, weil sie ja in den ersten 20 Minuten mehr als nicht schlecht gespielt haben. Absolut. Man sieht hier, sie sind da sehr hoch. Da sieht man 5 Spieler von Lausanne im gegnerischen 16er. Man verliert hier den Ball. Aber die Rückwärtsbewegung, die ist eindrücklich. Wir sprinten retour. Der Zarate, der eigentlich rechter Mittelfeldspieler war, ist hinten geblieben. Wir gewinnen den Ball wieder. Und nachher kommt der Ball zum Geismann. Und der Zarate müsste eigentlich auf dieser Seite sein. Ist er jetzt aber nicht. Aber da müsste jetzt die Übergabe stattfinden, dass halt der Geismann dann ausbricht. Weil man sieht, was nachher passiert. Man kommt den Ball über und wir ziehen alle gegen ihn. Und da ist rechte Seite ein riesen Raum. Wenn er jetzt da vielleicht ein bisschen gewartet hat mit dem Ball, bis der Zarate noch stößt, dann sind schlussendlich wieder 2, 3, 4 Lausanner im gegnerischen 16er. Und da verliert man ein bisschen die Ordnung. Und ich finde, man stirbt ein bisschen an der Schönheit des Fußballs da in dieser Situation. Jetzt in den ersten 15 Minuten hat Lausanne hervorragenden Fußball gespielt in Bern. Und sie waren sehr stark gewesen, aber der letzte Ding der hat gefehlt. Ist auch die Abstimmung untereinander, die vielleicht im Moment bei Lausanne in der neuen Saison noch fehlt? Dass jetzt eben solche Räume, wie wir vorhin gesehen haben, auf der rechten Seite überhaupt entstehen können? Ja, ich meine, Zarate ist jetzt auch noch dazu gekommen. Und ich glaube, der war jetzt in einer Situation, wo er vielleicht einen Wechsel hat gemacht von einer Position, dass er auf links ist gegangen. Aber im Prinzip müsste er halt eine andere Position, ein anderer Spieler die Position von ihm übernehmen. Das Problem ist, verlassen ein bisschen zu fast am Ball, mit dem Ballspieler. Sie sind wirklich verliebt in da. Und Celestini gibt praktisch nie einen Steilpass oder einen Befreiungsschlag. Er will wirklich immer von hinten sich spielerisch aufbauen. Und wenn halt eine Mannschaft ein bisschen clever ist und das mal unterbinden kann, dann kommst du halt selber immer wieder in Druck. Wenn ich dich richtig verstehe, sie sind einfach wie im System gefangen, dass sie sich dann eben auch nicht wagen, vielleicht mal etwas außergewöhnlich zu machen, weil dieses System eben nicht Platz hat. Es sollte natürlich einfach mal ein Spieler sein, der halt Charakter hat und sagt, es geht nicht, hau den Ball weg oder jetzt mache ich mal einen Steilpass oder einen langen Ball auf den Flügel. Und das ist einfach so, die Spieler sind eigentlich zu stark für mich. Zum Celestini Hörig, was machen genau das, was er verlangt. Das ist ja die Art und Weise von Fabio. Er ist einer, der seinen Fußball durchsetzt. Das zeigt man auch eben mit dieser Corner-Situation. 4 die vorne lassen, in allen 3 Spielen. Also wir sollten damit rechnen, dass der Gegner uns auch dann Lausanne auch mal ein bisschen studiert. Und so sind sie dann bestraft worden. Es ist brutal. Nochmal in der 15. Minute kommen der erste Angriff von IB, und das war der Corner gewesen, und da kommt man gerade das Goal über. Das bricht natürlich bei jedem Spieler von Lausanne, bricht es natürlich dann da zusammen und sagt, nein, jetzt haben wir so gut Mühe gespielt. Nichts, die ganze Mühe für nichts. Ja. Und das ist natürlich fatal. Ja. Können wir noch schnell, bleiben wir gerade beim Trainer, beim Fabio Celestini. Muss er dann vielleicht manchmal auch, oder jetzt zukünftig, über einen eigenen Schatten springen und sagen, offensichtlich geht es nicht so, wie ich will. Ich müsste vielleicht anders spielen, weil es mir vielleicht nicht so passt. Ja, ich meine, die Art und Weise, wie er spielt, ist schon in Ordnung. Aber er muss vielleicht die Aufgabe etwas anders verteilen in der Mannschaft. Er ist halt jetzt einer, der sehr auf spielerische Akzente setzen tut. Und
da muss man halt einfach eine zweite Variante haben, dass man mal den langen Ball spielen kann, dass man mal den Ball wegschlagen kann, dass man schon fünf schliessen tut und nicht einfach immer nur von hinten aufspielen. Es sind schon die letzte Saison sehr viele Goal gekommen, was hinterher eigentlich wollen, schön rausspielen von der eigenen Verteidigung. Und das liegt halt nicht immer drin. Irgendwann mal sieht man heute ganz grosse Mannschaften, die mal halt einen langen Ball spielen tut. Vor allem auf das Resultat ausspielen dann einmal. Weil wenn wir dann die Statistik anschauen, ist es schon erschreckend. Vor allem die High auf der Pontes. Die letzten 15 Spiele nicht einmal gewonnen. Also wenn ich dann als Supporter da mein Heimspiel schaue von meinem Team und jetzt 15 Mal haben sie nicht gewonnen, das ist dann schon ein bisschen erschreckend. Und da sollte man dann, wie es die Chance richtig gesagt hat, muss man dann halt auch mal auf das Resultat spielen, dass man dann einfach sagen kann, so, jetzt haben wir die 3 Punkte geholt, das ist gut und jetzt bauen wir von dem auf. Du hast den Heimvorteil, wenn man so will, angesprochen, wo eigentlich bei Lausanne, du hast gesagt, seit 15 Spielen nicht mehr vorhanden ist. Muss man denn jetzt eigentlich von einem Heimnachteil reden bei Lausanne? Weil, ja, Ich muss eher sagen, es ist ein Heimkomplex, was sie jetzt haben. Und das kommt einfach, wenn du 15 Mal nicht mehr gewinnst, gehst du ein Spiel und sagst, nicht verlieren. Nicht verlieren, hast du schon verloren. Ja. Im Prinzip musst du sagen, ich will das Spiel gewinnen. Und ich glaube, die Mentalität fehlt im Moment. Und ich muss euch sagen, für mich fehlt halt ganz klar eine gewisse Persönlichkeit in der Mannschaft selber drin, die das Ruder an sich reissen kann, die der Mannschaft Impuls geben kann. Mit den Transfer, die er jetzt gemacht hat, habe ich bis jetzt wirklich noch nicht gesehen, dass da irgendwelche Spieler sind, die Verantwortung können übernehmen können. Wenn man ja sieht, dass der Celestini, der möchte ja eigentlich einfach attraktiven Fußball zeigen. Und das sollte doch eigentlich die Fans schon allein wegen dem mit Stadion holen. Klar, 15 Mal verloren. Ja, aber der Fan will die Mannschaft dann auch irgendwo in der Tabelle sehen, wo es ein bisschen lukrativ aussieht. Also der Fan will dann nicht die Mannschaft sehen, super spielen, aber es steht immer am Schwanz unten. Das ist nicht das, was der Fan will. Müsste der vielleicht eben einfach spielen? Das sagt sich immer so schnell. So, ja, er müsste halt einfach spielen. George, wie sieht der einfach aus? Ja, einfach ist nach Balleroberung möglichst schnell umschalten, dass man nach vorwärts geht, dass man möglichst schnell den Ball wieder weg hat vom eigenen Goal. Und das ist eigentlich die Philosophie, die ich einfach sagen würde. Wenn wir also im gegnerischen Hälfte bist, umso weniger schnell kannst du das Goal schießen. Aber wenn du von hinten immer aufbauen tust und schön ruhig will der Ball spielen und irgendwann mal ein Fehlpass kommt. Und die Fähigkeiten haben die Spieler aber noch nicht, dass sie so todsicher sind beim unseren Spielen. Nach Lausanne kommt jetzt Lugano. Und Lugano, als vorher erwähnt, einführend, hat auch nur einen Punkt. Nicht ganz die gleiche Ausgangslage mit den letzten 3 Spielen. Ein Spiel ist ja noch abgesagt worden, ein Spiel abgebrochen worden. Aus deiner Sicht, wo liegen Lausanne die Vorteile, dass man eben Lugano doch ein Bein stellen könnte? Die müssen effizienter spielen lassen und einfacher, wie wir vorher gesagt haben. Einfach schneller von hinten in unser Spiel. Und er muss vielleicht uns mal schauen, dass der, ich sage immer, ein Spiel müssen wir mal öffnen können. Und die Öffnung und Pass fehlen einfach, weil er praktisch mit der ganzen Mannschaft will nach vorne kommen bis zum 16er. Und irgendwo fehlt dann nachher der Überraschungseffekt. Und dann müsste er es probieren, die Mannschaft einbauen. Das war eigentlich die grosse Stärke, die Lugano in der letzten Rückrunde hatte. Ja, du bringst gerade Stichwort. Sorry, wenn ich einhake. Wir müssen zu Lugano. Lugano, wo siehst du die Vorteile? Was bringen die mit in die Westschweiz? Ja, Lugano ist sicher die beste Mannschaft im Moment. Sie sind geschlossener, sie spielen guten Fußball im Moment. Der Dami hat das sehr gut, die neue Mannschaft auch sehr gut zusammenhalten können oder zusammen schweissen können. Und sie sind in den ersten 3 Runden sind zweimal eigentlich beschissen worden, auf Deutsch gesagt, bei aberkannten Goal, wo eigentlich ein reguläres Goal war. Das ist mal so ein. Das andere ist das Spiel. Okay, das ist das Wetter, da kann man nichts dagegen machen. Gegen St. Gallen haben sie hervorragend gespielt. Sind sie 1-0 in Führung gewesen, das wird auch wieder wiederholt. Eigentlich ist sehr viel gegen Lugano gelaufen. Und es ist ein bisschen unfair, wie sie jetzt so da stehen in der Liga, mit so wenig Punkten. Aber von mir aus ist Lugano sicher das Team, das besser organisiert ist. Besser organisiert. Ich bin gespannt, was der Fabio jetzt für eine Verteidigung wieder aufstellt gegen Lugano, wie er jetzt da wieder spielen will. Und ich denke, der Fabio hat mehr Ideen oder Gedanken, muss er sich machen, wie er jetzt das Ganze sollte aufstellen, seine Mannschaft sollte aufstellen, wie Lugano. Lugano ist, ich sage, die wissen, um was es geht. Die wissen, um was es geht. Lausanne weiss es auch. Dein Tipp, wie spielen die? Ich sage, Lugano kann gut 0-1 gewinnen. Schwarz, noch schnell zum Abschluss von diesem Thema. Der Tipp ist 1-2 für Lugano.
1-2 für Lugano. Für Lausanne sieht es nicht rosig aus, wenn man euch zulässt. Wir werden es sehen, wie es wird, laufen. Wir müssen wechseln, damit von der Westschweiz zum FC Basel, wo der Matthias Delgado eine grosse Lücke hat hinterlassen. Könnte man auch meinen. Wenn man aber im Moment den Konkurrenzkampf im Mittelfeld anschaut, dann sieht es eher ganz anders aus. Der Trainer, der Raphael Wicki, der hat eher ein Luxusproblem. Eigentlich sollte die Laune beim FC Basel doch ganz gut sein. Seine letzten Gegner Luzern und Thun hatte der FCB fest im Griff. Auch dank einem souveränen Mittelfeld. Genau dort jedoch scheinen die Hierarchien noch nicht geklärt. Renato Steffen zeigte gegen Thun eine starke Partie und wird ausgewechselt. Er ist ein emotionaler Spieler und Emotionen kehren zum Fußball. Aber er hat sehr viel mehr zu verteidigen. Vielleicht ist er da ein bisschen irgendwo dran gewesen. Taulan Chaka schmort lange auf der Bank. Der Tauli ist wichtig für uns und das wird man in Zukunft auch sehen. Jetzt hat er halt zweimal gesehen, die Zeit ist super reingekommen. Es ist nicht immer einfach, Entscheidungen zu treffen, aber das ist der Job des Trainers. Dazu Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Michael Lang wurde ins Mittelfeld beordert. Mit Erfolg. Und auch Altmeister Geoffrey Seredier, Eigengewächs Dominik Schmid und der Schwede Alexander Fransson bekommen ihre Chancen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader, den wir im Staff zur Verfügung haben. Und habe große Hoffnung, dass die Offensivspieler, wir haben noch mehr, der Dimitri Oberlin ist reingekommen, wir haben noch ein, zwei Junge hinten dran, dass die können in die Fürstab vertreten. Einzig Luca Zufi scheint als Schaltzentrale gesetzt. Insgesamt streiten sich 10 Spieler um die Stammplätze im Mittelfeld. Ich muss am Wochenende eine Entscheidung treffen, mit welchen 10 Feldspielern fange ich an. Was ich das Gefühl habe, welche passen am besten zusammen und welche passen in dem Match, mit dem wir verlangen, am besten zusammen. Der Trainer will sich scheinbar gar nicht festlegen. Er hat die Frage selber gestellt. Er muss sich entscheiden, mit welchen 10 Spielern er auflaufen will. Jetzt hat er in den ersten 3 Spielen ziemlich viel rotiert. Da könnte man ja als Außenstehender auf die Idee kommen. Der weiss einfach schlichtweg noch gar nicht, welche Startformation er einsetzen will im Mittelfeld. Ist das der Fall beim Raphael Wicki? Ja, das ist schwierig zu sagen. Er hat natürlich ein grosses Kader, grosse Möglichkeiten. Ich bin nicht unbedingt der Fan von Rotationen von Anfang der Saison. Ich sage immer, Anfang der Saison muss man 5-6 Spiele mit einer ähnlichen Mannschaft spielen, dass die zusammenwachsen tut, dass man vor allem Stärke kann kommen und nachher allmählich die Rotationen macht. Und er hat halt jetzt ein Luxusproblem, vor 3 Jahren anders sind gelöst worden. Jetzt hat er halt nicht mehr 2 Sechser, sondern hat praktisch nur noch 1 Sechser und die anderen sind in der Offensive. Und das gibt eine komplette Umstellung nachher vom ganzen System und für die einzelnen Spieler. Ich finde, die Saison hat für den FC Basel oder speziell für den Raphael Wicki erst nach dem IB-Spiel angefangen. Weil dort ist sehr viel... Dort hat er auch erst wechseln, oder? Ganz viele komische Entscheidungen getroffen. Dann kommt das mit dem Rücktritt von Matti Delgado und so weiter und so fort. Und dann ist das Heimspiel gegen Luzern, wo es einfach gesagt hat, jetzt müssen wir gewinnen. Und er hat auf eine 3er-Verteidigung umgestellt und ist gut rausgekommen. Und sie haben ganz klar 3-1 gewonnen. Und dann in Thun, wo ich auch live dabei war, da haben sie eine hervorragende Leistung gebracht. Und der Raffi hat die richtigen 10 Mann, 11 Mann in die Startelf gebracht und hat das alles richtig gemacht. Und das ist alles sehr gut aufgegangen. Und ich finde, der FC Basel, wie du gesagt hast, hat ein grosses Kader, aber die müssen es auch haben. Also wenn man international in Zukunft etwas bewegen will, dann braucht man auch auf jeder Position eine Doppelbesetzung. Und mit dem Rotieren, das ist halt so eine Sache, Anfang der Saison, da muss man sich zusammenschweissen. Das stimmt. Da muss man sich zusammenschweissen. Raffi hat angefangen eben in Bern mit der 4er-Verteidigung, mit dem Delgado in der Mannschaft. Und hat nachher eben umgewechselt. Also hat gewechselt, und nachher hat gewechselt. Und es hat alles gestummt. Was macht denn aus, das System Raphael Wicki? Wie schätzt du? Du hast ihn ja schon gesehen. Nein, der Raffi ist ein Spieler, ist ein cleverer Spieler gewesen, schon früher noch. Und er kennt den Fußball, er schmeckt den Fußball, er sieht den Fußball. Und vielleicht hat es halt da noch ein bisschen andere Einflüsse gehabt am Anfang. Oder man hat überlegt, soll jetzt auf die 3er machen, Verteidigung wechseln, wie man sie in den Trainingsspiel gemacht hat. Soll den Matti auf die 6er Position bringen, wie er das auch gemacht hat. Ich war nicht ganz sicher gewesen. Und schlussendlich hat er gesagt, ach komm, ich gehe so rein, wo ich am wenigsten Druck habe, mit der 4er Verteidigung, so wie letzte Saison. Dann bin ich ein bisschen aus dem Schuss.
Ja, Schieder ist draussen. Sicher. Ja, genau. Richtig, aber es ist ein kompletter Schuss hinten raus. Aber nochmal für mich, Basel und der Rafi Wicki hat angefangen nach IB und da sind sie jetzt also sehr stark und auf dem richtigen Weg, finde ich. Wir haben unsere Facebook-Community gefragt, wie sie denn gerne würden, dass der FC Basel würde auflaufen, eben besonders im Mittelfeld. Ja, und es hat sich etwas ein bisschen Überraschendes herauskristallisiert, nämlich, dass der Thauland Tschakka da mitmacht. Der, der eben in den letzten zwei Spielen nicht den grossen Handkuss von seinem Trainer hat bekommen, im einen Spiel ganz gefällt hat und jetzt gegen Thun nur eingewechselt wurde. Wieso wollen die Fans den Thauland Tschakka sehen? Da muss man immer eins wissen, der hat in den letzten Jahren hat er regelmässig gespielt. Das war bei jedem Trainer ganz klar gesetzt. Er ist wirklich ein defensiv starker Spieler. Er ist sicher nicht unbedingt weniger Qualitäten vom Spiel Lassiero, wie es jetzt zum Beispiel der Zuffi hat, der doch einer vom spielerischen her ein bisschen mehr hat. Und das System, das jetzt einfach ist, er spielt einfach praktisch mit einem Sechser. Er spielt nachher mit offensiven Spielern nachher und da sieht er im Moment den Tschakka noch nicht. Es ist ein Herzbrot im Moment für den Tschakka, das zu akzeptieren. Aber genau, das war meine Folgefrage. Der Thauland Tschakka, der sich gewöhnt ist, aufzulaufen, mitspielen, der muss im Moment bänkeln, ist ja nicht angenehm. Was erwartest du jetzt von diesem Spieler? Akzeptiert, tut er sich in die Rolle einfügen? Ja, das ist eine gute Frage. Auch wenn der Raffi nach dem Thun-Spiel gesagt hat, ja, der Tschakka hat sich sehr gute Spiele reingebracht, er ist eingewechselt worden, kurz vor Schluss. Also, da könnt ihr mal erzählen, was man will. Der ist sicher nicht mit Freude reingekommen. Obwohl er marschiert ist und so. Alle, die ihn ein bisschen kennen und auch ein bisschen Geschichten ein bisschen lesen von einem Tschakka, das ist ein Heißblut, das ist einer, der immer voll 100% geht. Und er ist ja auch schon mal von seiner Nationalmannschaft weggelaufen, wo auch ein bisschen negativ war. Das soll nicht heissen, dass jetzt das in Basel auch so passiert. Laufen, ja. Aber ich finde einfach, das ist eine gefährliche Situation, wo jetzt der Raffi, sein Staff, der FCB, muss lösen, wie man jetzt da den Heißsporn im Zaum behalten kann und dass man das Beste aus ihm herausholen kann. Weil die anderen Spieler, die jetzt da gespielt haben mit dem Serie in Thun, hätten tadellose Leistung gebracht. Wer hätte die bessere Karte? Jetzt der Serie oder der Thauland Tschakka beim Trainer? Ich glaube, im Moment hat weder noch einer die bessere Karte. Jetzt hat er eine Serie angefangen und das nächste Mal wird es vielleicht der Tschakka sein, jetzt wird vielleicht der Schmidt sein. Ich meine, es ist noch ein Franzen da, der eigentlich sehr wenig Einsatzzeit bis jetzt hat bekommen. Ich meine, das ist ein norwegischer Nationalspieler, also von dem habe ich eigentlich mehr erwartet und hat bis jetzt eigentlich noch nie eine richtige Chance gehabt und spielt auch Kader. Also er hat wirklich ein Luxusproblem, aber ich glaube, das Problem wird erst gelöst, wenn man in der Champions League dabei ist, wenn man da in den Rhythmus und Samstag, Mittwoch und dann wird die Rotationen schon einfacher sein zu machen. Einer ist ja gesetzt, der Luca Zuffi, der ist da, der hat immer gespielt. Ist er jetzt so nach dem Mati Delgado vielleicht der neue Chef auf dem Platz, so ein bisschen der Platzhirsch? Ja, er hat sicher die Fähigkeiten. Er ist ein ganz ruhiger, besonderer Spieler. Er weiß, was er macht auf dem Feld. Mich dunkt bei ihm ist immer alles sehr überlegt. Und so einen als Trainer, so einen Spieler haben in der eigenen Reihe, ist immer sehr wichtig. Auf den kann man zählen. Man weiß, er gibt sein Bestes und er ist sehr bewusst Fußball, den er spielt. Im nächsten Spiel GC, dort wird eben der Zuffi wird ganz bestimmt wieder spielen. Wer spielt jetzt auf dieser Position, eben der Serie D oder der Thauland Tschakka? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ja, ich sage jetzt unter Umständen, es ist halt immer schwierig. Eine Mannschaft hat gewinnen, dann geht man wieder wechseln. Und dann müssen wir schauen, wie gut das sich jetzt im Training während der Woche entwickelt, der Tschakka, wenn er in die Position verkommt, für das Spiel. Und ich meine, es ist ein Schmidt da. Ich habe gesagt, ein Franzen ist da und ein Tschakka will das spielen. Und das ist halt so viel Auswahl an Spielern. Und da die richtige Mischung zu finden, ist halt einfach zum Teil ein bisschen Glück, dass der gerade genau in dem Moment der Spieler in Top vor mir ist, der reinkommt. Etwas hätte der Thauland. Er hat mal bei GC gespielt. Also müsste eigentlich doppelt heiß sein. Das müsste doch auch wirklich merken. Gut, das ist er ist immer doppelt heiß. Aber nochmal, George hat es richtig gesagt, auch ein Serie D, der in Thun super gespielt hat, oder Schmid vorne im Luzern-Spiel, hat auch sehr gut gespielt. Und von dem her, ich denke, dass der Thauland nicht wird von Anfang an anfangen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man die Kirche im Dorf behalten will. Sagt man so, Thauland, das ist jetzt dein Abend, dein Match. Zeig, was du drauf hast. Aber das ist natürlich immer ein bisschen heiss als Trainer. Will man nicht auf eine gewisse Basis setzen, mit den gleichen ein bisschen anfangen, die eigentlich im vorgehenden Match erfolgreicher waren.
GC kommt. Ich habe es angesprochen nach Basel. Die haben im letzten Spiel gegen Luzern zweimal aufs Goal geschossen, zweimal getroffen, also Effizienz pur. Spinnen wir den Faden gleich weiter. Was hätten die sonst noch können? Was könnten die sonst noch für Überraschungen haben, dass sie eben in Basel bestehen können? Also ich muss so sagen, so wie wir GC bis jetzt gesehen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die in Basel grosse Chance werden haben, weil Basel wird die Heimmacht wieder ausspielen. Die werden dominant spielen, Basel. Und von dem her muss ich sagen, dass GC schwach ist, für dass die könnte bestehen, Basel. Noch kurze Einschätzung von dir, was erwartest du von GC? Gut, GC hat in Luzern gezeigt, dass sie kämpfen können. Sie haben fast 3 Punkte geholt in Luzern mit 10 Mann. Sie haben wirklich gefightet, sie haben sich als Team präsentiert. Aber ich denke auch nicht, dass sie jetzt hier den grossen Lucky Punch machen in Basel. Vor allem Basel hat sehr stark gespielt in Thun. Und das war wirklich eine überragende Leistung. Morgen und am Donnerstag also die 4. Runde von der Raiffeisen Super League. Gespielt wird aber bereits heute Abend. Es ist noch der UEFA Super Cup auf dem Programm. Der Champions League-Sieger Real Madrid trifft auf den Europa League-Sieger Manchester United. Klar zu sehen auf Teleclub Sport live und exklusiv. Ich sage merci, meine Herren. Pascal Zuberbühler, Schorsch Bregi für den Besuch im Studio. Schön, seid ihr bei mir gewesen. Kickoff gibt es erst wieder am Freitag in einer Woche. Bis dann wünsche ich weiterhin viel Spass beim Fußball. Heute Abend viel Spass beim UEFA Super Cup. Macht's gut, auf Wiedersehen miteinander. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.